Wo fange ich da an? Wissenschaft bedeutet Fortschritt. Ich habe mich damals aus gutem Grund für ein Chemiestudium entschieden und aus genau demselben Grund mache ich jetzt das, was ich gerade mache. Und zwar, platt gesagt, möchte ich mit Wissenschaft und Forschung die Welt verbessern. Viele fragen mich, warum ich da nicht einfach in der Forschung geblieben bin. Ich verstehe mich nach wie vor als Wissenschaftlerin und als Kollegin der Wissenschaftler im Labor. Natürlich machen meine Kollegen im Labor die Arbeit, auf die es im Kern ankommt. Sie sind diejenigen, die neue Krebsmedikamente oder neue Energiespeichermethoden oder Quantencomputer entwickeln. Aber sie sind meiner Meinung nach auf jeden Fall auf uns Wissenschaftskommunikatoren angewiesen, um gute Arbeit zu machen. Die drei größten Aufgaben der Wissenschaftskommunikation sind meiner Meinung nach folgende. Erstens Interesse wecken, die richtigen Leute ins Labor holen. Wissenschaft ist nicht leicht, deswegen ist die Basis meiner Meinung nach Leidenschaft. Wir brauchen Leute, die klug sind, innovativ sind, aber vor allem die Lust haben. Leider werden viele schon in der Schule, zum Beispiel beim Chemieunterricht, lebenslänglich von der Wissenschaft vergrault. Ich sage nicht, dass jeder Mensch der geborene Wissenschaftler ist, aber ich bin davon überzeugt, dass es da draußen noch so viel unentdecktes Potenzial gibt, das wir verschwenden, weil wir es nicht schaffen, das Interesse zu wecken. Zweitens, Aufklärung. In Zeiten, wo Masern wieder ausbrechen, weil Menschen das Vertrauen in die Wissenschaft verloren haben, reicht es nicht, wenn wir als Wissenschaftler sagen, mein Gott, wie dumm kann man sein, sein Kind nicht zu impfen. Wenn Menschen Angst haben oder die Forschung nicht richtig verstanden haben, sehe ich die Verantwortung auch ganz klar bei uns und darin, dass wir besser kommunizieren. Drittens, Anwendung. Wenn meine Kollegen im Labor gute Arbeit machen, dann entwickeln sie etwas, was einen Mehrwert für die Menschheit hat. Sei es eine wirksame Therapie gegen Alzheimer oder auch ein Anti-Spliss-Shampoo, das wirklich funktioniert. Und an diesem Punkt wird es interessant, denn jetzt muss die Wissenschaft raus aus dem Labor und rein in die echte Welt. Jetzt heißt es, Sponsoren finden, die an die Entdeckung glauben und bereit sind, sie finanziell zu unterstützen. Jetzt heißt es, die Öffentlichkeit aufzuklären darüber, was die neue Entdeckung bringt, was die Vorteile und Risiken sind. Im Zweifel heißt das auch, mit Politikern und Juristen zusammenzuarbeiten, um Rahmenbedingungen auszuarbeiten, unter welchen diese neue Technologie sicher genutzt werden kann. Und jemand muss zum Beispiel auch den Politikern erklären, welche Rahmenbedingungen die Forscher im Labor brauchen, um gute Arbeit zu verrichten. Lange Rede, kurzer Sinn, für mich ist Forschung mehr als das, was im Labor passiert. Und an all diesen extrem wichtigen Schnittstellen, die ich gerade genannt habe, fehlen meiner Meinung nach Dolmetscher. Und hier heißt es dann für mich, lassen Sie mich durch, ich mache Wissenschaftskommunikation.